Was macht dieses Fahrzeug jetzt so besonders? Es ist eigentlich die historische Herleitung zu einem ganz besonderen Ereignis. Zum einen ist dieses Fahrzeug mal abgebildet worden in dem Buch Seriensportwagen von Frank Oleski. Da ist dieses Fahrzeug auch abgebildet. Man sieht es hier ganz klar in Silber. Man sieht das Holzlenkrad. Man sieht die Tiefbett-Chromfelgen. Man sieht hier ganz interessant die untere Chromleiste, die zu tief angesetzt ist. Und man sieht das Kennzeichen EIDR1. Dieses Fahrzeug wurde in diesem Jahr, Anfang des Jahres, von Axel Schütte in einem Nachlass gefunden. Axel Schütte ist ein international bekannter Oldtimer-Händler in Bielefeld. Anschließend konnte eine interessante Herleitung gemacht werden, nämlich beim Mysterium um die Andy Warhol-Bilder, die Flügeltürer-Bilder. Sieht man ganz klar, wenn man die Bilder mal zusammenlegt, Linien, die sich hier wiederfinden, nämlich hier die Linie der Stoßstange und schlussendlich natürlich auch das Kennzeichen EIDR1. Und über die Herleitung des Fahrzeugbriefes hatte man natürlich sofort die Fahrgestellnummer mit der Endnummer 629. Die jetzt eindeutig die Zugehörigkeit zu dieser Andy Warhol-Geschichte bringt.